Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Siedler 2 Let's Play. Wie man hier sieht, beginnen wir direkt voll mit der Action. Wir müssen hier unseren gerade eroberten Wachturm verteidigen. Hier soll dann auch ein bisschen Gold noch mit nach oben transportiert werden. Schauen wir mal, wie viel Gold ich hier noch reinbringen lasse. Wie viel ich überhaupt gerade habe, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach, wir haben 42 Goldmünzen, also Sefix, was soll denn der Geiz? Das passt schon. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen mehr auf eine Verteidigungshaltung. Das heißt hier, glaube ich, auf Minus, dass die Leute nicht mehr rausgehen, wenn... Ach nee, hier bleibe ich auf Plus, hier auf Minus. Dadurch gehen die Leute nicht mehr raus, wenn ich angegriffen werde, sondern die gegnerischen Soldaten müssen sich schön vor meiner Tür platzieren und dadurch kämpft dann immer der Stärkste erstmal. Nö. Irgendeiner kommt raus. Ich habe immer gemeint, dass die Stärksten als erstes rausgehen. Wir werden angegriffen. Feindliches Gebäude erobert. Ist nicht schön, weil hier ist jetzt... Das müsste mindestens ein Offizier, wenn nicht gar ein General sein, weil der irgendwie anders aussieht wie die anderen. Ich drück mal direkt auf V, dass es ein bisschen schneller läuft. Wir werden immer noch angegriffen. Mal schauen, wie viele ich noch verliere, bevor ich den endlich gekillt bekomme. Ach, keinen mehr. Schön. Das macht keinen Sinn. Wir lassen schon entgegenlaufen und ballern hier jetzt halt keine Münzen rein. Wir werden angegriffen. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Das ist nicht schön. Wenn jetzt meine Goldbergwerke bald verbraucht sind. Wir werden angegriffen, dieses Bergwerk ist verbraucht. Ist das, wo ich gerade abgebrannt habe? Ja. Wir werden angegriffen. Ja, hat sich ja alles geregelt. Okay, hier brauche ich jetzt keine weiteren Münzen mehr. Wenn wir viele, viele haben, müssen wir sie ja nicht rausschmeißen. Keine weiteren Steinbestände. Hier, der Holzfäller ist jetzt auch sinnlos geworden. Der hier ebenfalls. Warum hackt der da unten nicht rum? Ich weiß es nicht. Machen wir hier nochmal einen Holzfäller hin, zu schauen, ob wir das noch weggehackt bekommen. Ja, so von den Bauressourcen sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir werden schon wieder angegriffen. Und nochmal keine weiteren Steinbestände. Wo denn? Ach, da habe ich gerade schon abgerissen. Das passt schon. Machen wir hier einmal, da müssen wir nicht diesmal einen ewigen Weg da im Kreis führen. Und jetzt dann und dann und dann und dann können wir hier wahrscheinlich sogar nochmal einen neuen Bauern hinbauen. Ist ja immer praktisch, wenn man noch ein paar Farmer hat. So, wann ist mein Katapult endlich fertig? Das Katapult, wie gesagt, eines der absolut praktischsten Gebäude. Bauen wir hier auch noch eins hin? Ja, nicht so. Dann doch lieber so. Schießt, wie gesagt, auf die gegnerischen Gebäude und tötet immer den Stärksten, wenn es trifft. Es trifft, glaube ich, nicht immer. Und man braucht halt Stein, um zu schießen, aber wenn es trifft, tötet es immer den stärksten gegnerischen Soldat in dem Gebäude. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Katapult stehen würde und auf meine Burg schießt, würden erst diese ganzen
Generäle sterben, dann die Offiziere und dann erst die Gefreiter ist, glaube ich, oder nachkommt. Unteroffizier, dann erst Gefreiter. Ja, wie gesagt, immer das Stärkste im Gebäude stirbt. Das ist schon irgendwie unpraktisch. Wir werden weiter angegriffen, das ist mir ganz egal. Verstärkung sollte ja bald kommen. Schauen wir mal, dass es ein bisschen schneller geht, wenn wir das hier noch direkt verbinden. Einfach nur für meine Soldaten und die Steine, die jetzt gleich in die Katapulte geliefert werden müssen. Ich weiß nicht, ob ich zu übervorsichtig bin, ganz ehrlich. Kein Angriff möglich, okay. Wird hier transportiert, Mehl und Brot wird hier transportiert. Ach, scheiß Maus. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Uiuiui. Langsam sieht es ein bisschen schlechter aus mit meinen Bergwerken. Schicken wir hier mal noch ein paar Geologen hin. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Hier kommt ja noch Gold raus. Schicken wir auch noch mal einen hin. Keine weiteren Steinbestände. So, sind wir hier nicht so direkt drinnen. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. So, ein Katapult bald fertig. Keine weiteren Steinbestände, keine weiteren Steinbestände. Aha, noch zweimal keine weiteren Steinbestände. Und hier werde ich jetzt richtig hart angegriffen. Huiuiui, das sieht mir gefährlich aus. Ich glaube, das könnte ich sogar verlieren. Kohle gefunden. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich will jetzt erstmal sehen, ob ich hier den Kampf gewinnen und die Baracke behalte. Scheint so, scheint so. Scheint doch gut zu gehen. Nein! Baracke kaputt. Scheiße. Die muss ich mir wieder zurückholen. Gebäude an den Feind verloren. Keine weiteren Fischbestände. Dieser Fischer hier. Jetzt muss ich doch mal die Geschwindigkeit runterdrehen. Herrgott. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Kohle gefunden. Keine weiteren Fischbestände. Das haben wir gerade gehabt. Eisen gefunden. Kohle gefunden. Wir werden angegriffen. Keine weiteren Steinbestände. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay. Dann haben wir doch uns um alles gekümmert. Hier oben ist noch Kohle und Eisen. Noch mehr Eisen. Aber bislang haben wir ja noch mehr als genug Eisen. Kohle ist eher das Problem. Das ist nicht geil. Feindliches Gebäude eingenommen. So, und jetzt brauchen wir Stein. Jetzt muss da Stein hochtransportiert werden. Und hier kommen jetzt auch Münzen rein.
viele Offiziere, Alter. Gucken wir mal. Ich brauche mehr Kohlebergwerke. Was mit Kohle gerade echt ein bisschen mau aussieht. Nahrungsverteilung. Gehen wir voll aufs Kohlebergwerk. Soldaten kommen nach oben. Sollen jetzt auch nur noch ein paar Münzen mit dazu. Und hier heißt jetzt, die Stärksten sollen verteidigen. Ich glaube, das war der Fehler. Und da kommt der erste Stein. Ich glaube auch direkt der Siedler, der ist für die Straße. Für die Straße, ja, wir haben noch einen zusätzlichen Siedler für das Katapult. Und hier muss ich jetzt noch ein neues Katapult hinbauen. Zack. Wie viel Stein habe ich denn noch? Ich habe über 126 Stein. Das ist recht gut und gerne, um meine Katapulte zu versorgen. Das können wir auch wieder ein bisschen schneller machen. Und hier Holz hacken wir auch noch ein bisschen. Noch eine weitere Burg hinbauen, nur um meine Ländereien zu verteidigen. Ah, da fliegt der erste Stein und zack, wie man sieht, hat das Gebäude ein Fähnchen verloren. Und jedes Fähnchen steht für einen Soldaten, der drin ist. Jetzt ist da nur noch ein Soldat drin, das heißt, ich greife da an. Ich nehme zwei. Dieses Gebäude würde ich gerne erobern, die Baracke, und das kann gerne kaputt gehen, aber diesen Wachturm hier, den hätte ich gerne erobert gesehen. Gut, Wachturm erobert. Und jetzt kommt hier ein Soldat, ein Offizier wird direkt aufs Hauptgebäude geschickt. Dann schauen wir mal, was er so an Verteidigung hat. Runtergehen. Weil ich meine Soldaten eher da oben jetzt gerade brauche. Okay, da scheine ich keine große Chance im Moment zu haben. Das dauert noch, bis ich da oben was gekillt bekomme. Aber hier krieg ich... Nein, daneben geschossen. Das ist schade. Wie gesagt, das kann auch passieren. Man trifft nicht immer. Ich brauche da oben mehr Gold. Gerade das Wichtigste, danach Gold.
Stein für die Katapulte und Goldmünzen, um da oben meine Soldaten befördern zu können. Wenn ich hier jetzt angegriffen werde, da würden wahrscheinlich ein General und ein Offizier reichen, um den hier zurückzuerobern. Finden. Schauen wir, dass wir hier sogar noch ein Lager dazu bauen. Ist das so sinnvoll? Nö, das ist zu riskant. Fehlt ein Soldat. Warum habe ich hier einfach Soldaten zu wenig? Na komm schon. Ja, geht doch. Warum habe ich da oben einen Soldaten zu wenig? Das geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Sack. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5. Hier sind nur 5 Soldaten drin. Anstatt 6. Und ich habe noch mehr als genug Soldaten. Okay. Gehen wir hier noch ein bisschen weiter hoch. Vielleicht kriegt man dann noch den Zusatzsoldaten rein. Keine weiteren Fischbestände. Kohle gefunden. Okay. Es werden zu wenig Steine hochtransportiert. Keine weiteren Fischbestände. Okay, dann baue ich hier oben mal eine Fischerhütte hin. Hier eine Baracke und eine Fischerhütte. Hier auch noch eine Fischerhütte. Die Baracke einfach nur. Ach, nö. Die Baracke einfach nur, um hier noch ein bisschen zusätzliches Land zu kriegen. Haus nicht besetzt. Mir fehlt eine Sense. Das ist nicht gut. Ich habe keine Sensen mehr. Okay. Das heißt, dass jetzt eine zusätzliche Sense gebaut werden muss. Mal, dass es direkt eine Sense wird. Kommt er jetzt raus? War es jetzt eine Sense oder nicht? Und da kommt eine Sense raus. Das heißt, du darfst wieder aufhören. Hackst.
Ach, egal. Eine Sense kommt auf jeden Fall raus. Damit haben wir einen weiteren... Sie haben seit 30 Minuten nicht gespeichert. Schon wieder soweit. Es geht ja richtig fix hier. Ja, dann machen wir hier halt nochmal ein kleines Päuschen. Sagen Servus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir so ein bisschen beim Labern und beim Spielen zuzugucken. Und bis zum nächsten Mal dann. Wenn es wieder heißt, zielen wir noch ein bisschen weiter. Bis dann. Ciao.